jede Menge Heuballen. Heuballen ohne Ende haben wir heute geerntet. Im Livestream ging es heute komplett über Feld 71. Und ja, das ist ein Riesending. Hat aber auch den Vorteil, ich habe dort die Geräte ausgeliehen und die Geräte haben wir jetzt noch stehen. Und mit allem, was wir da geerntet haben, habe ich jetzt nahezu alle anderen Aufträge auch schon fast fertig. Die müssen wir jetzt nur noch kurz abmähen. Abgegeben ist quasi schon alles an Silage oder alles an Grasmenge, die wir abgeben mussten. Jetzt heißt es nur noch ernten. Alles, was jetzt noch dazu kommt, ist alles für unsere Schafe. Und dann können wir alle Aufträge abgeben und abkassieren. Also rein hier in den Traktor und wir fahren alles schon mal nach oben. Oben rechts auf der Map sind ja die ganzen Felder, die ganzen Grasfelder angelegt. Und da müssen wir jetzt natürlich als erstes sämtliche Maschinen hochbringen. Ein ziemliches Geraffel. Und als letztes kommt endlich die Mähmaschine. Die haben wir jetzt auch schon hier. Ja, oha. Oha, der steht... da steht einer... Warum steht der denn da rum, ey? Komm. Haben wir das so ein bisschen zur Seite gerammt. So. Und jetzt ist da auch wieder Platz. Oh ja, was Mut hat Mut. So. Okay, wir haben alles hingestellt. Wir haben alle Geräte da. Wir müssen keine Silage machen. Wir müssen hier Heu machen. Also, alles abernten. Und zwar, wir gucken noch mal eben kurz drauf auf die Map. Und zwar, diese Felder hier sind es. Also 19, 17, 16, das ist schön, die können wir wieder in einem durchfahren. 19 und das und dann das ist, ja, das ist ja ratzfatz gemacht hier, das hinten links in der Ecke. Dann weiß ich das. Also wir machen erst die 19 als erstes, ziehen dann hier die beiden einfach so doppelt durch und zuletzt die 13 oben links in der Ecke. Die anderen hier, 1, 2, 3 waren zuletzt die Felder, wo ich die Silage gemacht habe im letzten Video. Ja, und jetzt gehen wir hier rein. Ab, Attacke. Und mähen das hier schon mal schön alles durch. Danach muss es natürlich schön fluffig wieder aufgeschleudert werden, damit das alles auch schön trocknet. Und danach zusammenkehren, einheimsen hier alles und gut ist. Und ich überlege natürlich, ob ich nicht doch hier vielleicht wieder mit dem Helfer rangehe. Andererseits will ich natürlich auch die Kohlen sparen, ne? Ich muss gleich mal gucken, wie schnell das geht hier. Ich vermute, das müsste auch so ganz gut gehen. Ne? Auch hier versuche ich natürlich nochmal Bonus zusätzlich ein bisschen mehr von dem Gras auch hier vom Rand mitzunehmen, damit wir vielleicht nochmal einen Ballen extra kriegen. Einfach mal nochmal schön Ballen extra. Nimmt man doch gerne mit, ne? So, jetzt aber erstmal Gas hier. Alles ordentlich abmähen. Das Gerät ist schon eigentlich ganz nice. Finde ich gar nicht so schlecht. Aber extra kaufen für sowas würde ich das, glaube ich, nicht. Ne? Das ist halt extra tatsächlich halt nur für Gras. Und wer leistet sich denn sowas? Komplett nur für Gras. Das ist auch gar nicht so billig, ne? Dieser Mäher hier, der kostet schon ordentlich. So, ganz wichtig jetzt gleich hier diese Rundung, dass wir das einfach komplett einmal hier alles mitnehmen. Und dann eben beim Zusammenkehren, das ist halt dann das A und O. Und beim Trocknen gleich noch nicht, aber das Zusammenkehren ist halt gleich wichtig, damit wir beim Zusammenkehren gleich schön alles von den Rändern hier in die Mitte zum Feld rankriegen, damit wir das auch aufsammeln können. Hier liegen überall immer noch so kleine Reste von den vorherigen Malen. Aber dann sieht das hier doch schon mal ganz gut aus. Guck mal, jetzt sagt er hier nämlich schon, 90% erledigt. Wir hatten das im Live-Chat heute hier, also die Debatte oder die Nachfrage auch nochmal, wie das denn hier ist mit der Verteilung der Prozente, wenn man jetzt hier reinguckt in die Aufträge. Also 80% geht über die Abgabe der Materialien oder das eben, was drauf wächst, der Fruchtarten und so weiter. Und dann sind es 20% vom... ist quasi die Arbeitsleistung. Ja, und weiter geht es tatsächlich nicht. Ne? Also ich habe jetzt gerade bei allen Feldern, die jetzt hier noch sind, überall die 80%, weil ich mit dem großen Feld so viel abgegeben habe. Aber das Arbeiten, das muss ich trotzdem noch machen.
So, Feld 19 kommt schon die Meldung. Lohndienstleistung abgeschlossen. Aber das ist ja jetzt quasi unser Bonus, den wir hier erarbeiten. Also alles, was jetzt hier rankommt, geht zu 100% direkt in meine Tasche. Von daher nehme ich hier natürlich jetzt alles mit, was geht. Und fahre jetzt auch direkt rüber und mähe da drüben einfach weiter. Das sind jetzt hier die beiden Felder. So, ziehen wir auch gerade noch weiter durch. Also, hier wird jetzt alles mitgenommen, was geht. Und damit machen wir dann quasi unseren Bonus klar. Theoretisch, ne? Theoretisch könnte ich hiermit natürlich auch noch Silage machen. Bringt natürlich nochmal mehr Cash. Aber ob ich jetzt hier die Silage mache und oder damit halt jetzt hier die Schafe fütter oder mit meinem Feld, was ich dann da habe, irgendwann die Silage mache, macht ja den Kohl dann auch nicht fett, macht ja keinen Unterschied. Von daher mache ich jetzt hier einfach diese Aufträge, habe dann jede Menge Heu für die ganzen Schafe, die jetzt dazukommen. Und dann kommt eben, wenn bei uns die Felder auf dem eigenen Hof reif sind, dann wird da wieder Silage draus gemacht. So, guck mal, ratzfatz geht das auch hier. Boah, nicht so schlecht. Ja, aber wie gesagt, ich muss halt gleich nochmal alles trocknen mit dem Riesengeräten. Aber auch das ist natürlich der Vorteil, wenn man hier diesen riesen Auftrag von Feld 71 annimmt, dann hat man natürlich auch die ganzen riesen Geräte. Und dann kann man hier 1A damit, warte, da müssen wir nochmal eben kurz rüber hier. Dann kann man damit natürlich auch 1A hier solche kleinen Felder machen. So, jetzt aber weiter hier. Ja, und auch hier kommt natürlich die Meldung, Feld 16 ist abgeschlossen, aber jetzt gerade nur Feld 16. Was ist mit dem anderen Feld? Das etwa noch nicht, da müssen wir doch gleich mal gucken. Da doch, Feld 17 auch, jawohl. Wahnsinn, ne? Das sieht schon cool aus, wenn man hier so viel Fläche gleichmäßig dann abmähen kann. Das ist schon richtig nice. Jetzt nochmal eben rüber hier zum Feld 13. Und dann haben wir es hier. Dann ist das einmal komplett fertig. Na guck, ich war hier... Ich glaube, ich bin hier reingefahren. Aber das wurde wieder aufgefüllt. Das ist ja auch ein Ding. So, beim letzten Mal, beim letzten Auftrag war ich da so ein bisschen in diesem Acker drin. So, jetzt machen wir hier direkt weiter auf der anderen Seite. Nehmen natürlich auch noch ein bisschen was mit hier vom Rand. So, dann fahre ich jetzt gleich in der Mitte noch zweimal hin und her. Und dann haben wir es. Jo. Dauert gar nicht so lang. Läuft ganz gut. Ja, aber wie gesagt, in der Mitte, kleiner, schmaler Streifen bleibt sonst übrig. So, und den nehmen wir natürlich so noch mit. Und dann alles schön aufplustern und trocknen. Ja, das ist natürlich nice hier, ne? Wenn du mit so vielen Maschinen in einem Auftrag dann hier die ganzen kleinen Aufträge noch erledigen kannst, ist der Hammer. Macht natürlich dann auch richtig Bock, also mit diesen großen Maschinen dann, mit viel PS und so, hier einfach dann durchzumähen. Sensationell. Ich glaube, ich fange jetzt mal hinten an, bei Feld 13 und arbeite mich dann nach vorne durch. Dann kann ich das mich da hinten stehen lassen und direkt weitermachen. Und das Teil fahren wir auch schon mal aus, das Riesengerät hier. So. Und möglicherweise muss ich hier sogar nur zweimal drüber fahren. Und die nächste Stufe. Ja, yeah. Da geht auch was. Sodele. Jetzt nochmal ordentlich hier in Position bringen. Jawohl. Ja. Mehr schlecht als recht. Absinken. Aktivieren. Und jetzt hier schön am Rand einmal rüber. Gucken, dass ich jetzt einigermaßen breit unterwegs bin. Aber ich will natürlich auch nicht zu viel hier vom Rand verschenken sozusagen. So, so passt es. Und jetzt ist er, ja, jetzt ist er aktiv. Man sieht halt sofort hier hinten die Bereiche, ne? Die sind halt zu sehr am Rand. Die nimmt er dann natürlich nicht mit. Ja, aber ich glaube, auch hier muss ich vielleicht doch nochmal in der Mitte drüber fahren.
Denn sonst bekomme ich das nicht auf voller Breite hin. Ja, ich fahre noch einmal in der Mitte durch. Und dann zum Rand hin noch einmal. So, wichtig gleich beim Schwadern. Schön vom Rand kehren in die Mitte rein, dass das dann alles auf dem Feld liegt. Das ist dann halt gleich wichtig. Und wenn das dann auf dem Feld liegt, ich fahre jetzt auch nochmal hier in die Richtung, dass wir dann so, ja, siehst du, und so geht's auf einmal, dass wir dann eben auch alles mitnehmen können. So, da ist zwar auch ein bisschen was dabei, was nicht dann zählt am Rand, aber im Großen und Ganzen. So, rum. Sollte das doch an für sich gehen. Na, hier muss ich vielleicht auch gleich nochmal drüber. Und ansonsten landet das, soweit ich weiß, trotz allem auch mit, auch wenn es nass ist, mit in dem Getrockneten und zählt, glaube ich, auch noch mit. Aber guck mal, hier geht es auf einmal wieder. Vielleicht doch nochmal gleich da hinten kurz lang. Aber wie gesagt, wichtig ist es dann, ich lasse das jetzt, wichtig ist es gleich mit dem Schwadern, dass das dann richtig funktioniert. So. Jetzt machen wir eben hier die anderen Felder noch fertig und dann alles zusammenkehren. So, und jetzt wird hier geschwadert, Alter, aber vom Feinsten. Und guck dir das an, hier auf der ersten Bahn sieht das schon richtig nice aus. Also sehr, sehr, sehr viel auch vom Rand mitgenommen. Und ich muss auch nochmal gucken, ob ich nicht gleich am Rand hier vielleicht auch noch mal eine Bahn längst fahre. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, um dann eben hier auch noch mal mehr mitnehmen zu können. Aber so sieht das doch schon ganz ordentlich aus. Er schmeißt einfach von vorne alles schön in die Mitte. Und von der Mitte geht es dann noch mal weiter rüber hier zu dieser Schwadablage. Sensationell. Und dann kann ich damit gleich schön mit der großen Ballenpresse rumfahren und die quadratischen großen Ballen einsammeln. So, ja, und auch hier muss ich gucken, ob ich da bis zum Rand das alles eingesammelt bekomme. Ja, werden wir sehen. Werden wir sehen. Sollte es, ne, das ist halt wie immer, sollte es am Ende irgendwie knapp werden, dann muss ich eben doch nochmal irgendwie ein bisschen was zusammenschwadern oder sowas, damit das dann für den letzten Ballen, für die 100% sozusagen im letzten Ballen dann reicht. Und dann passt das. So, ich hab jetzt hier mal mit diesem Doppelfeld angefangen. Mach gleich mit dem Kleinen weiter und zum Schluss gleich dann das ganz Große. Na, guck mal, es geht hier bis zum Rand. Ja, es kann sein, dass ich das alles nicht mitnehmen kann. Ich glaube, ich muss gleich tatsächlich einmal noch hier am Rand entlang fahren. Damit ich auch wirklich hier alles mitnehmen kann vom Rand. Denn das ist schon einiges an Gras, was dann da noch rumliegt. Aber es sieht gut aus. Ich bin, glaube ich, hier auf einem ganz guten Weg. So, nochmal schön durchziehen. Und dann gleich mit der riesengroßen quadratischen Ballenpresse weitermachen. So, genau so. Und jetzt rüber hier. In dem Bereich, so, das muss jetzt noch mal drüber. Und zwar genau in dem Bereich, wo hier noch alles, so, auch noch, wo hier noch alles Feld ist. Das ist dann zwar alles so ein bisschen unterbrochen. So, aber dafür ist das jetzt vom Rand alles eingesammelt. Und dann ist das hier eine schön gerade Kante. Und ich glaube, ich mache das hier auch nochmal eben. Schön vom Rand einmal alles mitnehmen. Oh, war aber knapp. Und hier schön an dieser Kante einmal entlang. Und gucken, dass eben hier von außen alles mitkommt. So. Passt das so? Ja, sollte gehen. Wobei, jetzt habe ich, glaube ich, am Anfang ein bisschen was liegen. Aber ich denke, das wird so gerade noch passen. Und hier auch nochmal. Schön mittig, hier auch. Und jetzt nicht so weit rausziehen. Anheben. Und damit haben wir sämtliche Häufchen schön zusammengekehrt. Und das machen wir jetzt hier an dem Rand genauso weiter. Schön alles von außen nach innen kehren. Damit wir auch bloß alles mitkriegen. Ist ja quasi alles Cash.
So, und zum Ende hin hier nochmal alles ordentlich zusammenkehren, jawohl. Und dann haben wir hier doch einen vernünftigen Abschluss in dem Bereich. Das sieht gut aus. Und jetzt noch das letzte Feld. Und dann haben wir es doch. So, jetzt gehen wir hier natürlich auch wieder mit der stärksten Maschine rein, die wir gerade ausgeliehen haben. Und damit runterfahren, aktivieren. Und dann hier schön Bahn für Bahn alles einsammeln. Ja, und dann gucken wir mal, wie viel Ballen hierbei rumkommen. Inwieweit sich das ganze Geraffel denn jetzt hier dann auch noch gelohnt hat. Letzten Endes, ja, wie gerade schon gesagt, die Aufträge sind durch. Das ist alles erledigt. Alles, was jetzt hier reinkommt, mache ich quasi nur für den eigenen Hof. Da fahren wir nochmal eben zurück. Dann nehmen wir auch noch alles mit. Schön im Detail. Wobei, so ein paar Ränder lasse ich nochmal übrig. Denn irgendwie der letzte Ballen, da fehlt es ja meistens dann doch noch irgendwie ein paar Prozent. So, ziehen wir eben durch. Die Schlangenlinien hier alle schön aufsammeln. Und dann mal gucken, wie viele Ballen das wären. Jo-ho-ho-ho. Das war schon wieder einiges hier. Ja, es braucht tatsächlich jede Menge Zeit. Also dieser Vorgang ohne Helfer vor allem braucht wahnsinnig viel Zeit. Feld 71 mit zwei Helfern geht ja im Verhältnis dann dazu doch ratzfatz. Aber das hier, ja. Aber jetzt sind es halt unsere Ballen. Also schön alles einladen und mal gucken, wie viele es werden. Und da ist wieder eingeladen. Ja, wie viele Ballen es werden. Und wie lange das jetzt noch braucht, aber das ist jetzt Endspurt, ne? Jo, das ist ja genau passend, Alten. Passt das? Ja, ich glaube schon. On point. Genau die zwei Ballen noch. Und damit ist die ganze Karre voll. Tipptopp. Und dann haben wir es geschafft. Alter, wieder so ein Ernte- bzw. Mähmarathon. Erledigt. Gerade noch mal im Gucken, liegt auch nicht nur irgendwo was rum. Nö. Ordentlich abgemäht. Ja, das nächste Mal mähen, dann wieder auf dem eigenen Feld, ne? Und jetzt Vollgas. Liegt hier nichts? Ne? Hier liegt nichts. Die ganzen Geräte, die hier rumstehen, die werden ja gleich automatisch weggebracht, wenn der Auftrag abgeschlossen ist. Und dann haben wir's. Hammerhart. Und da haben wir die Schafe stehen. Das Ganze wird jetzt natürlich noch ordnungsgemäß hier alles schön eingeladen. So, beziehungsweise hier schön vor die Hütte gestellt. Einladen muss ich das gleich selber. Und dann haben wir das doch. Also, lief doch wirklich ganz gut. Es sind tatsächlich 12 Ballen nochmal gewesen. Gleich nochmal gucken, wie viel in einem Ballen drin war, aber es sind auf jeden Fall deutlich, deutlich größere, ich glaube 4000 oder sowas, Ballen als die Runden. So, einmal weg und einpacken. Was haben wir jetzt hier stehen? Ein so ein Ballen, 7250 Liter. Also, das ist richtig viel. Hier sieht alles gut aus. Ja, Schafproduktion läuft, würde ich sagen. Schafproduktion läuft. Der Wert der Schafe steigt auch schon an. Das ist gut. Also wertvollere Schafe mittlerweile schon. Fast den Einkaufspreis quasi wieder raus. Das ist schon mal richtig gut. Und ja, dann müssen wir mal gucken, wie das dann aussieht. Wann das mehr Schafe werden. Ob das jetzt monatlich wird. Ob da monatlich die Wolle auch kommt. Habe ich gar keine Ahnung von. Bin ich auch sehr gespannt, wie das jetzt in Menge dann halt dann irgendwann aussieht. Wie viel Wolle kriegen wir hier raus pro Monat an Schafen? Wie viele kommen eben noch mit dazu jeden Monat? Also, das gucken wir uns jetzt Stück für Stück an. Jetzt schließen wir erstmal die Aufträge ab. Das sind sie. Wir sind bei 100.000, 101.000. Puh, Alter, erstmal alles weg damit. Und sind bei 140.000. Nur die Aufträge 39.000. Das schmeckt doch richtig. Und dazu kommt eben, dass jetzt so viel
Heuballen hier sind, dass das Ganze, naja, das ist ja nicht viel, aber dass das ganze Gras hier und vor allem das ganze Gras, der Riesenacker, das kann hier alles wieder zu Silage werden. Das ist richtig gut, weil wir ja genug Heu haben. So, jetzt ist natürlich dann wieder die große Frage, wie geht es weiter? 140.000 wieder investieren in die nächste Schafsfarm, wieder in die nächsten Schafe. Was hältst du davon? Was ist deine Meinung dazu? Gerne auch noch in die Kommentare reinschreiben. Oder erstmal gucken, gibt es vielleicht neue Angebote und sowas. Ich glaube, Aufträge gibt es jetzt keine mehr. Und dementsprechend wäre halt jetzt die Frage, rübergehen. Gucken wir gerade mal, hier sind die Aufträge. Nee. Also es kommt auch tatsächlich nichts mehr rein. Sämtliche Aufträge durchgegangen. Ich könnte jetzt noch eine direkt daneben setzen, ne? Voll machen mit Schafen. Wir sind immer noch in dem gleichen Monat. Und dann würden die Schafe im nächsten Monat sozusagen schon, also dann wären sie schon alle wieder eine Stufe weiter, ne? Überlege ich nochmal. Überlege ich nochmal. Oder ich hole mir erstmal so ein Silo. Wäre halt auch eine Idee, dass ich irgendwie schon mal ins Silo gehe. Oder ich verkaufe hier die ollen Gewächshäuser und stelle hier schon mal die nächsten Gewächshäuser hin. 25.000 ein Gewächshaus, ne? War das so? Und zwar von den guten. Produktion, Gewächshäuser. Das sind hier die guten, ja. 25.000. Mit, und da haben wir stehen, mit allen Fruchtarten hier. Oder mit ganz, ganz, ganz vielen Fruchtarten. Erbsen und Möhren und Blaubeeren und weißer Geier was. Bohnen und so weiter und Zwiebeln. Tja, aber dafür brauchen wir dann auch wieder andere Sachen. Andere Dünger. Fragen über Fragen. Ich glaube, das mit den Gewächshäusern, das kommt zum Schluss. Wegen der anderen Sachen hier noch. In die Schafe rein. Tiere, Schafe, 97.000. Na, wäre das was? Zap, zarab. Einfach mal eben daneben stellen. So. Und daneben würde es auch noch passen. Aber viel Abstand ist da nicht. Also viel Platz würde dazwischen nicht sein. Genau die Kante. Ja, ich sollte vielleicht erst das setzen und danach das Gebäude. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Oder ich spare und setze danach beide. Frage über Fragen. Ich überlege mir das ein bisschen, überleg du auch gerne mal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin.